Na, ran ins... Oh yeah, ich bin so ein Fuchs. Oh yes. Auch gelöst. Ich habe zwar kaum noch Energie, aber scheiß drauf. Oh shit. Oh shit, beeil dich, Kratos. Komm schon, wir schaffen das. Seht ihr, Götter des Olymps? Braucht ihr noch mehr solche Beweise? Da seine gesamte göttliche Macht in die Waffe übergegangen war, wurde Kratos sterblich. Anfällig für die Klauen des Todes. Kratos war besiegt. Er wusste, dass sein Leben von der Klinge des Olymps abhing und dass er sie sich zurückholen musste. Vor den Augen seiner spartanischen Armee gedemütigt, kämpfte sich Kratos aus dem Dreck. Oh shit. Solche Szenen schon, wo wir gerade so sozusagen völlig am Boden sehen, schon zu Anfang. Sag mal, steht die Zeit still oder was? Oh. Diese Angelegenheit selbst annehmen. Athene will ihren Fehler nicht rückgängig machen. Stelle dir vor, sich einer Kreatur wie dir anzunehmen. Warum? Warum dein Verrat? Du bist es, der mich verrät. Du führst Krieg gegen Griechenland, kennst weder Recht noch Gnade. Ich bin der Herrscher dieser Welt. Aber du bittest nicht um meinen Rat. Die Götter sind bedeutungslos. Deine Herrschaft schwach. Ich bin diese Unverschämtheiten leid. Ich bin der König des Olymps. Und es ist mein Weg, der Weg der Götter ist. Ihr müsst schwören, mir für alle Zeit zu dienen. Ich diene niemandem. Du lässt mir keine Wahl. Na, dann komm her, Opi. Selbst gewählt. Der Pfad der Götter taugt so wenig wie die Götter selbst. Sogar jetzt, dem Tode so nahe, trotzst du mir noch? Alles, was dein Leben bestimmt hat, Kratos, muss nun leiden, wegen deiner Hybris. Du wirst nie Herrscher des Olymps. Der Kreis endet hier. Oh.
wirst du bezahlen, Zeus. Das schwöre ich. Als das Leben aus Kratos wich, griffen die Arme des Hades nach ihrem Preis. Doch Kratos Schicksal beinhaltete mehr, als er ahnen konnte. Er war dazu bestimmt, eine große Veränderung zu bewirken. Eine, die die Säulen des Olymps erschüttern würde. Ich konnte seinen Tod nicht zulassen. Ares! Töte meine Feinde! Und mein Leben ist dein! Kämpfe, Spartaner. Es ist nicht dein Schicksal, hier zu sterben. Das ist nicht das Ende. Wer bist du? Ich bin die Titanin Gaia, allgegenwärtige Mutter Erde. Ich habe beobachtet, wie du ein großer Krieger wurdest und war dein ganzes Leben lang stets an deiner Seite. Doch ich kann nicht länger tatenlos zusehen. Wir werden dir helfen, Zeus zu besiegen. Zu sterben heißt zu fliehen, Kratos. Du bist ein Krieger Spartas, kein Feigling. Nur ein Feigling wählt den Tod. Ich bin nicht feige. Dann musst du kämpfen. Ich zeige dir den Weg zu den Schicksalsgöttinnen. Nur mit ihrer Macht kannst du Zeus besiegen. Alter, Leute, ey, die Cutscenes, die gerenderten Cutscenes. Boah, sehen die krass aus. Junge, Alter, sind die beeindruckend. Jetzt geh nach rechts, du Stück. Meine Fresse, sehen die geil aus. Alter, bin ich geflasht gerade. So geil, ey, es ist so geil gerade. Es ist so geil gerade. Oben, nach oben, nach oben, nach oben. Junge. Der Hades konnte uns schon einmal oder zweimal sogar nicht. Im ersten Teil weiß ich noch genau, dass wir im Hades waren. Wo ich mich da so abgefuckt habe über diese eine Stelle mit diesen rotierenden Drehscheibenblättern und so. Ich glaube, wir waren in Ghost of Sparta oder Chains of Olympus auch einmal im Hades. Egal, auf jeden Fall kann der uns nicht auffallen. Das steht wohl fest. Du Scheiße, meine Fresse. Auferstehung. Guck mal hier, krieg ich schon die erste Trophäe. Ich wusste, niemand kann dich töten. Ich habe an dich geglaubt. Aber unsere Brüder sind tot. Okay, Leute, ich kann jetzt hier nicht aufhören. Ich muss weitermachen. Ach du Scheiße, ich bin gerade so geflasht. Boah. Ohne Scheiß, man hat heutzutage schon so viel gesehen, aber diese gerenderten Cutscenes. Schade, dass sie nicht alle Cutscenes so gemacht haben. Zurück zum Olymp!
Ziel heißt Zeus. Forderst du den Gott des Krieges? Du bist nicht länger ein Gott, Kratos. Zeus, der Olymp und die Klinge, die deine gesamte Macht innehält, sind für dich auf ewig in weite Ferne gerückt. Deine einzige Hoffnung ist, die Schicksalsgöttinnen zu finden und in der Zeit zurückzureisen, bis zu dem Moment, da Zeus dich betrogen hat. Denn nur dann wird er wirklich verwundbar sein. Kratos, um erfolgreich zu sein, wirst du mehr Hilfe brauchen, als ich dir geben kann. Mein Titanenbruder schlummert tief in seinem felsigen Gefängnis. Es wird Zeit, dass er erwacht. Alles klar, geil. Wenn du mir das so sagst, dann werden wir das machen. Oh, komm schon, du Sau. Ja, ich glaube, das ist ein Greif, oder? Heißt ein Greif. Greife und Greife, wie ist die Mehrzahl von Greif? Oh, scheiße. Ja, komm. Oh, ich wollte doch Kreistaste drücken, endlich. Egal, beim nächsten. Nur Kratos kriegt man so einfach, kriegt man Kratos nicht klein. Ist dann wieder aus dem Hades entflohen, weißt du? Nicht mit Kratos, ich sag ja. Na, komm schon. Oh, yes. Oh, yes. Drecksvieh, du. Ach du Scheiße, meine Leute, ohne Scheiße, ich habe so Bock gerade. Ich muss gleich beim nächsten Speicherpunkt trotzdem mal zumindest einen Cut setzen, damit die Aufnahmesession an sich nicht so lang wird. Beim Rendern ist es immer ein bisschen, sag mal, nerviger, je länger die Datei ist, je länger die Aufnahmesession ist, desto anstrengender wird es, das zu rendern. Wenn man hier und da mal ein bisschen so, sag ich mal, soundtechnisch laut und leise ein bisschen was anpassen muss. Deswegen aber erst genießen wir diesen schönen Flug im Mondscheinlicht. Was war das denn jetzt? Komm doch her, du Sau. Ja, jetzt hat er wieder Angst. Oh, jetzt so kann ich stoßen. Ja, ist klar. Probieren wir es gleich mal aus. Komm doch her, du Sau. Komm doch her. Mach doch keinen Scheiß jetzt. Oh, oh, oh. Was ist das denn für ein Vieh? Ah, Junge, ich muss ausweichen. Hallo, ausweichen. Ah, jo, doch, irgendwie hat das doch ein bisschen geklappt. Komm her, du Sau. Nein, natürlich nicht. Soll es eigentlich Pegasus sein? Ich hab keine Ahnung. Boah, du Sau, Mann. Wie hau ich dich denn kaputt? Muss ich im richtigen Moment schlagen oder so? Oder im richtigen Moment zur Seite, damit ich den kaputt mache. Ich blick gerade echt nicht durch. Ach so. Ne, ich blick gerade echt nicht durch, wie ich den stoppen soll. Hä? Wieso ich den denn kaputt machen kann? Ah! Ich hab keine Ahnung, was ich gedrückt habe, aber ich hab irgendwas gedrückt. So ist richtig, Kratos. Wie habe ich das gemacht? Hab ich denn das gemacht jetzt? Oh, 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 jetzt Verfolgung hier.
Easy, easy, alles noch easy. Und gut, dass ich die, Scheiße. Gut, dass ich die, Steuerung, Flugsteuerung umgestellt habe. So ist es nach oben und nach unten. Verstecktes Titan. Verzieht euch, ihr kleinen Fledermäuse. Oder was ihr seid. Ne, ihr seid. Was seid ihr? Harpien? Egal. Ich hau euch einfach kaputt. Nicht nachfragen, einfach draufschlagen. Oh. Diesen Arm zu betreten. Nein, Pegasus. Ich weiß nicht mal, ob du Pegasus bist, aber nein. Und wieder das gleiche Spiel. Einfach greifen die Scheiße. Butsch, weg bist du. Du hast nicht genug Kraft, Kinder des großen Titanen zu leben. Drei Pegasus-Kraft. Nur so kannst du zu den Schicksalsgöttinnen gelangen. Ist doch scheiße, Mann. Du schlägst und du verstehst keinen Ton. Wo muss ich denn hin jetzt eigentlich? Es ist scheiße, ey. Dass du die Stimmen nicht lauter machen kannst als den Rest des Spiels. Es ist so doof, dass du das nicht kannst. Weil wenn du schlägst und jemand spricht, dann verstehst du kein Wort. Es ist leider so. Und rüber, einfach rüber. Ich hasse das hier an so einer Wand zu kämpfen, das mag ich gar nicht. Na komm, sicherer Boden unter meinen Füßen. Lass los. Lass doch los. Geht nicht. Ja, ist ja gut. Boah. Haha, Junge. Junge, 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 wer ist der Boss hier? Wer ist einfach der Boss? Das ist Kratos. Wir wissen es doch alle, Leute. Und wie gesagt, ich mache jetzt hier bei diesem Speicherpunkt einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich muss, wie gesagt, ganz ehrlich das nochmal wiederholen. Es macht mir jetzt schon viel mehr Bock als der erste Teil. Aber Ghost of Sparta war auch sehr, sehr gut. Ich sag mal so, wenn der zweite Teil das halten kann, was es bisher in der ersten Stunde versprochen hat, dann könnte es wirklich der beste Teil sein. Mir macht das unheimlich Spaß. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.